Ja, mein heutiger Gast hat einen ungewöhnlichen Job. Sie hilft Männern, die zu Hause in der Ehe oder der Beziehung gedemütigt und geschlagen werden. Gewalt gegen Männer, immer noch ein Tabuthema. Das stellt Sandra Herrmann immer wieder fest. Die Psychologin aus Pfullingen berät Männer, die keinen Ausweg mehr sehen. Sie leiden meist seit Jahren unter Misshandlungen durch ihre Ehefrau oder Partnerin. Aber wenn sie anderen davon erzählen, erfahren sie häufig Spott anstatt Mitgefühl. Sandra Herrmann kann allein damit schon viel helfen, indem sie zuhört und die Opfer ernst nimmt. Und immerhin, 27% aller Anzeigen bei häuslicher Gewalt kommen von Männern. Herzlich willkommen, Sandra Herrmann. Schön, dass Sie da sind. Also die Zahl, muss ich sagen, hat mich jetzt doch schon sehr überrascht. 27% aller Anzeigen bei häuslicher Gewalt kommen von Männern. Gibt es so viel Gewalt in einer Beziehung gegen Männer? Ja, und die 27%, das sind ja nur die, die bekannt werden, die tatsächlich zur Anzeige kommen. Es gibt Studien, die sagen, man geht sogar davon aus, dass Frauen häufiger handgreiflich oder gewalttätig in Partnerschaft werden als Männer. Hoppla. Und wie werden die das? Also was machen die? Schlagen die dann oder was passiert da? Wie muss man sich das vorstellen? Ich denke, das fängt an, ganz normale Streits, Vorwürfe, Unterstellungen, Misstrauen. Und dann geht es weiter mit Beleidigungen, Beschimpfungen, bis dann schließlich Handgreiflichkeiten draus werden. Okay. Aber eigentlich sind ja Männer den Frauen, also körperlich, von der Kraft her ja überlegen. Warum lassen sich die Männer das dann gefallen? Was passiert da? Unterschiedliche Gründe. Meistens sind Kinder mit im Spiel. Meistens sind Kinder mit im Spiel und die der Mann möchte die Kinder schützen. Ja? Erstens mal wird häufig gedroht, du siehst deine Kinder nie mehr. Wenn du mich anfasst oder wenn du dich wehrst, siehst du deine Kinder nicht mehr. Mhm. Ja? Oder wenn du mich verlässt. Mhm. Und die Gefahr, dann die Kinder alleine bei dieser gewalttätigen Frau zu lassen, hindert viele Männer dran zu gehen. Aber auch die Angst davor, alles zu verlieren, ihre Familie, ihre Existenz, einfach alles zu verlieren dadurch. Ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es Männer gibt, die einfach schlicht und ergreifend keine Gewalt gegen ihr Gegenüber, ob das jetzt Frau oder Mann ist, anwenden wollen. Die einfach überhaupt keine Lust haben. Ja. Sich dann auf die Art und Weise zu wehren. Ja, das gibt natürlich Männer, die sich wehren oder im Gerangel dann vielleicht auch mal abwehren. Ja? Aber es gibt auch Männer, die sagen, nein, ich schlag nicht zurück, weil damit würde ich den letzten Funken Respekt vor mir selber verlieren. Aha. Und ich habe auch gelesen, dass auch Frauen dann ja zum Teil wirklich mit Bügeleisen, Messer, kochendem Wasser auf die Männer losgehen. Ja. Da spielen sich ja ganz schöne Szenen ab. Ja, doch. Und wie treffen Sie die Männer an, die dann zu Ihnen kommen in so ein Gespräch? Total verzweifelt. Die sind total verzweifelt, hilflos, haben fast schon resigniert, wissen nicht mehr weiter, weil überall, wo bis jetzt, wo sie versucht hatten, bisher Hilfe zu kriegen, das hat meistens geendet mit Spott oder Hohn oder Unverständnis. Ja, denke ich mir. Du bist doch ein Mann, sei doch ein Mann, steh doch hin, wehr dich doch, hau doch zurück. Du bist ein Mann, kannst dich nicht gegen eine Frau wehren, was bist denn du für ein Schlappschwanz? Ja, und was sagen Sie denen? Ich meine, dann fängt ja Ihre Arbeit an. Dann fängt meine Arbeit an, genau. Was sage ich denn? Als erstes höre ich einfach mal zu, damit die überhaupt erstmal ihre Geschichte erzählen können, was meistens unglaubliche Geschichten sind, die auch über einen sehr langen Zeitraum gehen. Wir haben gerade so ein Beispiel da, das können wir uns mal anhören, was so ein Mann erleben kann in so einer Beziehung. Da hat sie mich beim ersten Mal halt gebissen, richtig fest. Da ist auch Blut geflossen. Das war so überraschend, dass ich mich da auch gar nicht groß wehren konnte. Nach Beißattacken fing sie an, mir das Gesicht zu zerkratzen. Man wird natürlich zutiefst verunsichert und das hinterlässt gewaltige Spuren auf der Seele und Narben. Körperliche Spuren gibt es bei mir auch noch. Es gibt noch Bissspuren und eine Kapselverletzung am Zeigefinger. Können Sie da auch so einem Mann helfen, indem Sie ihm einfach reden lassen, zuhören, Verständnis zeigen? Ist das schon immer gleich der erste Schlüssel zum Erfolg?
Das ist mal das Erste. Zudem, wenn sich dieser Mann dann verstanden fühlt und nicht mehr noch weiteren Demütigungen von außen ausgesetzt fühlt, das erleichtert schon mal die Situation. Mhm. Viel machen kann ich letztendlich gar nicht. Ich kann ihn eventuell weitervermitteln an Rechtsberatung. Ich kann versuchen zu klären, ist noch Bedarf da oder wird noch die Chance gesehen, die Beziehung zu retten? Mhm. Wäre eine Familientherapie hilfreich, da eventuell weitervermitteln? Jetzt sind Sie ja auch eine Frau. Haben die Männer da größere Hemmungen, es einer Frau dann zu erzählen schlussendlich? Oder hilft das, dass Sie gerade eine Frau sind und ihnen dann, dass Sie das erfahren, dass Frauen auch da sind und helfen können? Ich habe bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen mit Vorurteilen oder so gemacht. Ich glaube, das ist den meisten Männern ziemlich egal, ob Mann oder Frau. Ja. Und Sie sind ja eine relativ Spätberufene, haben mit 34 erst das Studium angefangen, mit 40 beendet. Wieso dann gerade jetzt diesen Fachbereich dann Gewalt gegen Männer? Na, ich habe es in meinem privaten Bekanntenkreis immer wieder mitgekriegt, persönlich auch. Und habe mitgekriegt, dass es keine Anlaufstellen gibt für Männer, dass da so eine Hilflosigkeit bestanden hat oder besteht immer noch. Und habe mich dann in meinem Studium mit dem Thema auch befasst, wie es zu den Mechanismen kommt, dass Männer keine Hilfe finden, dass Männer so spät Hilfe suchen, aber auch keine Hilfe finden. Mhm. Ja? Weil dieses Bild vom starken Mann, vom aggressiven Mann, das ist in unseren Köpfen drin. Nicht das Bild, dass ein Mann auch Opfer werden kann und dass ein Mann auch Hilfe braucht oder in Situationen kommen kann, in denen er Hilfe braucht und Unterstützung. Ja, es wäre schön, wenn wir jetzt vielen betroffenen Männern, und ich habe ja jetzt gerade erfahren, dass es sehr viele sind, viel mehr als wir gedacht haben, vielleicht Mut fassen und jetzt auch diesen Schritt gehen und sich an einen Fachmann, Fachfrau wenden. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns. Danke, dass Sie über dieses wichtige Thema auch so viel erzählt haben.